Jahr 1793 hatte Friedrich Schiller den Plan gefasst, wie er schreibt, den Herbst und Winter in Heilbronn zuzubringen. Er wollte sich bei dem seinerzeit berühmten Heilbronner Stadtarzt Eberhard Gmelin in Behandlung begeben, nachdem er seit 1791 an einer Tuberkulose, vermutlich einer Tuberkulose, litt. Am 8. August kamen Schiller und seine Ehefrau Charlotte in Heilbronn an. Er kränklich, sie hochschwanger. Sie stiegen im Gasthof zur Sonne ab, heute etwa Adresse Sömerstraße 52, ein Gasthaus, in dem damals die bessere Heilbronner Gesellschaft, Adlige, Reiche verkehrten. Schiller schreibt: Am 1. August 1793 traten wir unsere lange und beschwerliche Reise mit einer eigens angemieteten Kutsche nach Schwaben an. Der Kutscher hatte den Weg über Nürnberg, Ansbach, Feuchtwangen genommen und wir trafen ohne nennenswerte Zwischenfälle wohlbehalten am 8. August 1793 in Heilbronn ein. Müde und erschöpft von der Reise logierten wir im Gasthof zur Sonne und ich musste in den ersten Tagen nach unserer Ankunft gezwungenermaßen das Bett hüten. Wenig später richtete ich ein Schreiben an den regierenden Bürgermeister der Stadt, Gottlieb Moritz Christian von Wachs, worin ich ihm mitteilte, dass ich willens sei, den ganzen Winter hier in Heilbronn zu verbringen. Ich bat ihn um den Schutz des Magistrats. Man bewilligte dies umgehend und ließ mir einen vergnügten Aufenthalt wünschen. Obwohl mir das mildere, südlichere Klima gut tat und mir der Anblick der heimatlichen Berge die Tränen in die Augen trieb, war die Unterkunft auf Dauer zu teuer und zu laut für uns. So suchten wir schon nach kurzer Zeit eine neue Bleibe im Hause des Assessors und Kaufmanns Ruoff am Sülmertore, von wo aus ich noch einmal meine Bitte um Aufenthaltserlaubnis an den Herzog richtete. Schiller hatte in den folgenden Wochen einigen Kontakt mit der gebildeten Welt in Heilbronn, vor allem mit dem Senator Christian Ludwig Schübler, der sich stark für Astronomie und Astrologie interessierte. Er gilt vielen als das Vorbild für die Figur des Astrologen Seni im Wallenstein. Schübler berichtet in seinen eigenen Aufzeichnungen ausführlich über die Gespräche, die er mit Friedrich Schiller geführt hat. Es ging dabei auch vor allem um eine Sonnenfinsternis, die während Schillers Aufenthalt in Heilbronn stattfand, von der wir aber zu Heilbronn wegen trüber Witterung nichts sahen. Trotz dieser Kontakte entschloss sich das Ehepaar Schiller, am 8. September 1793 Heilbronn wieder zu verlassen und nach Ludwigsburg überzusiedeln. Charlotte von Schiller schreibt in einem Brief: 4 Wochen waren wir in Heilbronn, da fanden wir, dass es sich nicht gut da existieren lässt, dass es an manchen Bequemlichkeiten des Lebens sehr fehlt und was noch mehr ist, an Unterhaltung für den Geist. Schiller fand sich dort ganz isoliert. Er ist gewohnt, sich über wissenschaftliche Dinge zu unterhalten. Sie begreifen es wohl, wie peinlich es für einen eifrigen Philosophen ist, wenn alles um ihn herum so unphilosophisch ist. In einem anderen Brief sagt sie über Heilbronn: Dort war es uns gar zu leer an Unterhaltung. Der reichsstädtische Ton ist nicht der angenehmste und zumal in keiner schwäbischen Reichsstadt, wo man noch so um 50 Jahre zurück ist in allem. Für den plötzlichen Aufbruch der Familie haben aber auch noch andere Gründe eine Rolle gespielt. Etwa die Nachricht, dass Schiller ohne Gefahr einer Verfolgung als Deserteur ins Herzogtum Württemberg einreisen könne. Auch die Familie Schillers in der Nähe von Ludwigsburg auf der Solitude und nicht zuletzt die fortgeschrittene Schwangerschaft Charlottes dürften eine Rolle gespielt haben. Schillers Sohn Karl kam am 14. September 1793, also nur wenige Tage nachdem sie Heilbronn verlassen hatten, in Ludwigsburg zur Welt. Das Ehepaar Schiller blieb dann 8 Monate bis Mai 1794 in Ludwigsburg und kehrte dann nach Jena zurück. Schiller arbeitete zur Zeit seines Aufenthalts in Heilbronn am Drama Wallenstein, aber er arbeitete auch an einer Reihe von Briefen an den Erbprinzen Christian Friedrich von Schleswig-Holstein Augustenburg. Dieser hatte Schiller 1791 ein jährliches Ehrengehalt von 1000 Talern ausgesetzt,
Und Schiller bedankte sich unter anderem mit diesen Briefen. Er veröffentlichte diese Briefe 1795 in seiner Zeitschrift Die Horen. Vielleicht hat er auch während seines Aufenthalts in Heilbronn an einem dieser Briefe gearbeitet. Diese Briefe sind Schillers zentrales Werk zur Ästhetik.